Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, was auch immer ihr schaut. Willkommen hier auf meinen Kanal. Ihr kritisch denkenden Menschen. Wer schon länger dabei ist, der kennt meine Meinung zu der ganzen Politik. Und welche Parteien ich favorisiere und welche halt nicht. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem in letzter Zeit so viel Negatives war, hat diese eine Partei doch für mich herausgestochen. Nun gucken wir uns erstmal an, was genau auf den Partys passiert ist. Jede einzelne Partei. Die wichtigsten. Die unwichtigen, die lassen wir einfach raus. So, starten wir mal. Stärkste Kraft, stabil, in schwierigen Zeiten und das mit Abstand. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Das habt ihr fantastisch gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich hatte vorhin kurz gesehen, wie die jetzt die Bewertung war. Und da steht doch ganz klar CDU. Da steht gar nichts von CSU. Und die CDU hatte nur 23% der Stimmen, keine 30%. Deswegen kann ich auch nicht ganz ernst nehmen, also 23%. Aber zum Ende des Videos schauen wir uns nochmal alles genauer an. Vielleicht gibt es neue Zahlen. Parteivorsitzender Merz sehr zufrieden, hat aber nun eine klare Botschaft an die Ampelregierung. Dieses Ergebnis muss der Bundesregierung jetzt wirklich zu denken geben. Sie muss jetzt wirklich die Politik korrigieren. Es braucht einen Politikwechsel. Großes Stöhnen bei der Regierungspartei SPD. Im Vergleich zu 2019 nochmal Stimmen verloren. Eine bittere Niederlage, heißt es. An der Stelle gibt es nicht das, wo man jetzt sagt, da ist doch aber was Positives. Sondern wir haben für mehr gekämpft und wir werden jetzt aufarbeiten, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte. Eine Partei mit einem vergesslichen Kanzler, ein Kanzler, der einen ständig irgendwelche Geschichten erzählt, eine Innenministerin, die sich um die Sicherheit kümmern sollte, es aber nicht macht. Ich kann das verstehen, dass die weniger Stimmen bekommen und damit einen erfolgreichen dritten Platz für die SPD. Was ich ganz interessant fand, ist allerdings, dass es bei einer anderen Partei, da gibt es auch so eine Fahne. Ich glaube, das ist diese LGBTQ... Ah, nee, ist, glaube ich, die Deutschlandfahne, die da ist. Ja! Glückwunsch an diejenigen, die AfD gewählt haben. Ihr habt das gut gemacht. Auch dadurch, dass sie so viele negative Schlagzeilen in letzter Zeit hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Stimmen doch anders als gedacht. Und wenn jetzt diese negativen Schlagzeilen nicht gewesen wären, vielleicht wären es auch 18% oder 20% gewesen. Aber wir wissen schon mal, in der Zukunft, liebe Regierenden, zieht euch warm an. Es gibt eine Partei, die ist euch auf den Fersen. Nun einmal kommen wir gleich rüber zu den allerbesten, und zwar den hier. Unsere Welt verändert sich und das macht vielen Menschen Sorgen. Jetzt ist die Zeit, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Verantwortung übernehmen, nach vorne schauen, Ziele setzen, Lösungen finden, Jobs sichern, Mut beweisen. All das kann die Grüne Partei nämlich gar nicht. Schönes Video von euch, das habt ihr sehr gut gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Vielen Dank für eure sehr gute Arbeit. Die Grünen bedanken sich selber auch nochmal bei dieser großen, starken Mitarbeit. Danke an alle Wahlkämpfer. Ihr habt bei dieser Wahl alles gegeben und gezeigt. Wir lassen uns auch bei Raumwind nicht unterkriegen. Wir waren noch nie so viele. Das macht Mut. Dieser Dank gilt natürlich besonders unseren Spitzenkandidaten. Unsere Spitzenkandidatin. Danke. Ja, die Grünen, ich weiß, ihr habt gewonnen. So wie auch eure Außenministerin das denkt. Klar, ihr seid klarer Wahlsieger. Schauen wir doch mal, was die so gesagt haben. Die Grünen verlieren am meisten im Vergleich zu 2019. Das gute Ergebnis der AfD finden sie bestürzend und erst recht ein Auftrag, dass wir alles dafür tun, um unsere Demokratie zu stärken. Das war schon? Das war ein kurzes Statement. Für so viel Erfolg ist voll schade eigentlich. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Die mit ihren geilen Videos, wo auch der Habeck jetzt jemanden für TikTok beauftragen will, der 800.000 im Jahr kriegt. Geil. Klar, warum auch nicht? Das waren so die wichtigsten Kandidaten. Nachdem wir schon was gehört haben vom Merz, sollten wir uns zum zweiten Platz, eigentlich der wahre Gewinner, die AfD, anhören, was sie zu sagen haben. Geholt wird die SPD von der AfD, zweitstärkste Kraft bei der Europawahl. Ihre Erklärung dafür?
Wir sind stärkste Kraft im Osten. Also es ist hoch erfolgreich gelaufen, weil die Leute insgesamt europakritischer geworden sind. Es ist super interessant, dass halt der Osten, dass sie die stärkste Kraft sind. Das muss natürlich auch in den Medien so breit getreten werden. Aber Leute, die im Osten wissen, was eine Diktatur ist. Und viele haben zu dieser Zeit noch gelebt. Nicht damals im Dritten Reich. Die Leute sind schon tot. Es ist gar nicht so lange her. 35 Jahre. Sie wurden kontrolliert, verfolgt. Meinungsfreiheit war da so gut wie nicht gegeben. Die Leute haben Sorge davor, dass sowas wiederkommt. Hier seht ihr ganz klar den Gewinner, Bündnis Sarah Wagenknecht, weil die ganz neu dabei ist. Platz 2, so oder so, mit plus 5% ist die AfD. Absolute Verlierer sind die Grünen. Und dann stellen sie sich so hin und sagen, wir müssen für die Demokratie kämpfen. Leute, ihr seid nicht die Demokratie, ihr seid alles andere. Ihr seid Ideologen und ihr wollt nur euren Gedankenstuss durchsetzen. Zum Abschluss machen wir nochmal einmal Tino Chrupalla rein, der wird interviewt. Und dann sehen wir auch unten drin nochmal die jetzigen Hochrechnungen. Was machen Sie jetzt eigentlich mit diesem relativ guten Abschneiden in Deutschland, zweitstärkste Partei? Mit Ihnen will niemand in Brüssel irgendwie in einer Fraktion zusammenarbeiten. Überall knallen die Türen zu, da steht Frau Meloni davor oder Frau Le Pen. Die wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Was fangen Sie jetzt mit diesem Ergebnis an? Nun, Sie wissen ja, wir sind die Partei der Türöffner und von daher werden wir mal sehen mit diesem Streikenergebnis, ob die Türen zubleiben. Also ich bin da sehr zuversichtlich, weil es gibt uns natürlich auch für die anstehenden Verhandlungen der nächsten Tage in Brüssel natürlich Rückenwind. Und ich denke, gerade 16, 17 Abgeordnete, Sie haben es gesagt, die braucht man ja auch im Parlament für Mehrheiten, um die falsche Politik von Frau Ursula von der Leyen zu stoppen oder zurückzuführen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch Bestandteil einer Fraktion, einer großen Fraktion sein werden. Aber welche soll das sein? Das werden wir die nächsten Tage sehen. Das werden die Abgeordneten natürlich ein Stück weit mitentscheiden. Das werden die Verhandlungen bringen. Ich denke, wir sind immer noch Mitglied der ID-Partei, genauso der ID-Stiftung. Also da ist nun doch längst nicht alle letzten Worte gesprochen. Gut, aber da sind Sie rausgeflogen. Die Frage ist ja jetzt, wie Sie da weitermachen. Der Fokus hat neulich geschrieben, die AfD könnte auch bei einem guten Ergebnis auf der Pro-Putin-Reste-Rampe landen mit FPÖ und den Versprengten der Orbán-Partei. Das sind dann vielleicht zusammen knapp 30 Abgeordnete von 720. Da können Sie wenig bewegen. Da müssen Sie ja fast Welpenschutz beantragen im Europäischen Parlament. Ja, wissen Sie, jetzt fangen wir an zu spekulieren. Ich habe ja gerade gesagt, wir warten mal die nächsten Tage ab, wie sich das entwickelt. Das Ergebnis heute gibt uns so einen großen Rückenwind, dass auch die europäischen Partner sehen, was in Deutschland passiert, wie die Bevölkerung hier die AfD auf Platz 2 gewählt hat. Also das will ich erstmal abwarten, bevor wir uns zu diesen Details jetzt äußern wollen. Diese 16 oder 16,5%, wenn es dabei bleibt, gibt Ihnen... Das sind nochmal die Hochrechnungen. Die wichtigsten seht ihr ja hier vorne. Also 30% CDU, CSU, Grüne, wäre noch zu viel, 14 für die SPD, 16,2 AfD oder 16,4. Gutes Ergebnis. Und auch an alle Ostdeutschen, die wählen waren für die AfD, Glückwunsch. Dass auch Rückenwind für den Parteitag der AfD in 3 Wochen in Essen. Da hieß es ja auch immer wieder, wenn ein schlechtes Ergebnis würde mit Ihnen und Alice Weidel nach Hause gehen. Björn Höcke würde dann möglicherweise rumoren. Fühlen Sie sich da jetzt sicher, nachdem Höcke ja auch gesagt hat, er will nicht um den Parteisitz kandidieren? Ja, ich denke schon, dass es auch die Wähler insgesamt in Deutschland auch gemerkt und gesehen haben, dass diese Partei mittlerweile mit Kontinuität auch an der Spitze gute Ergebnisse erzielt. Und von daher gibt uns das natürlich immer Rückenwind. Gute Ergebnisse geben immer Rückenwind. Und wir wollen und ich möchte mit Alice Weidel zusammen weiter diese Partei gestalten, weiterführen. Wir wollen auch nächstes Jahr zur Bundestagswahl ein sehr gutes Ergebnis holen. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, damit, wie gesagt, die 20% auch wieder Realität werden können. Leiten Sie denn aus diesem Wahlergebnis jetzt auch ab, dass man in Zukunft in der AfD Björn Höcke etwas mehr einhegt? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Weise uns Björn Höcke in diesem Wahlkampf geschadet hat. Also er hat ihn genutzt. Wissen Sie, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Partei. Wir haben verschiedene Strömungen in dieser Partei. Jeder hat seine Aufgabe. Björn Höcke hat einen wunderbaren Wahlkampf bislang in Thüringen geleistet und er wird auch dort ein super Ergebnis erzielen. Und von daher werden wir auch deutschlandweit gemeinsam Wahlkampf machen für Thüringen, für Sachsen, für Brandenburg. Das sind jetzt die Aufgaben, die vor uns stehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir, wie gesagt, im Osten auch die Landtagswahlen gewinnen werden. Der Hintergrund meiner Frage war, dass Björn Höcke ja in erster Linie Aufsehen erregt durch Gerichtsverfahren. Schade, dass der AfD... Das sind Verfahren, die Björn Höcke führen muss. Also schadet irgendwas der AfD oder nicht? Das muss man ganz klar sagen. Vielleicht hat es ein bisschen geschadet, aber das sind doch gute Ergebnisse. Platz 2 in Deutschland. Abwarten, was
bei den nächsten Wahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen rauskommt. Heute ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Germany first, ich wollte jetzt was anderes sagen. Das ist wichtig und das sollte man auch nicht vergessen, damit wir in Deutschland unser Vaterland behalten und nicht einfach so kampflos in der Demokratie aufgeben. Und sollte und will, das ist seine Aufgabe. Wir als Partei konzentrieren uns auf unser Programm, auf unsere Inhalte. Und das hat sich ja auch in diesem Wahlkampf gezeigt, dass die Wähler Programm und Inhalte gewählt haben. Hier geht es nicht vordergründig um Personen. Das ist für Sie als Medien natürlich immer interessant. Sie kommen immer mit der Höcke-Frage. Die kennen wir mittlerweile alle. Das ist mittlerweile so langweilig für die Wähler geworden. Also von daher, denke ich mal, hat sich das auch mittlerweile abgenutzt. Und der Wähler verfängt das auch nicht mehr. Und deswegen werden wir auch, Herr Gähler, die 20%, die nichts bald schaffen werden. Wir kommen ja mit der Höcke-Frage immer deswegen, weil Höcke ja seit Jahren die Partei auch in Atem hält. Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Tino Chrupalla im Phoenix-Interview. Danke, dass Sie da waren. Sehr gern. Ja, das war der Abschluss. Leute, wir schauen, was die nächsten Tage noch passiert. Ich finde es gut, muss ich ganz klar sagen. Die Parteien müssen spüren, dass sie Fehler machen, gemacht haben und sie müssen die Konsequenzen daraus ziehen. Und das ist genau richtig so. Ey, ich hoffe, ihr feiert das so wie ich. Es freut mich richtig. Es geht bergauf.